vergangenen Winter war Kevin Prince-Boateng völlig überraschend vom FC Sassuolo zum FC Barcelona gewechselten, um dort als Ersatz des Weltklasse-Stürmers Luis Suarez zu agieren. Doch nach 1,5 Monaten äußert Trainer Ernesto Valverde die ersten Zweifel am 31-Jährigen. Ich musste diese Chance beim FC Barcelona nutzen. Ich hätte gar kein Flugzeug benötigt, ich wäre auch nach Barcelona gelaufen, sagte Kevin Prince-Boateng überglücklich nach seinem Wechsel zu den Katalanen. Ich weiß, dass ich nicht unbedingt Stammspieler sein werde, sprach er im Bewusstsein seiner Rolle. Doch bisher hat er keine Argumente geliefert, warum der spanische Tabellenführer die 8 Millionen Euro Kaufoption ziehen sollte. 1 Million Euro war bereits der Preis für das Leihgeschäft mit dem FC Sassuolo. 123 Minuten Einsatzzeit des Deutschgarners später, scheint der Kodisch Ernesto Valverde nicht mehr überzeugt von Boateng. Er muss arbeiten, um seine Lage zu ändern, zählte der 55-Jährige ihn an. In den letzten 5 Pflichtspielen war Boateng nicht einmal Teil des Kaders. So wird es vermutlich auch beim Champions League Achtelfinalrückspiel gegen Olympiakos der Fall sein. Das Hinspiel gegen die Franzosen endet 0:0, weswegen Barca unter Zugzwang steht. Boateng soll Suarez aber eher in den vermeintlich leichten Spielen eine Auszeit in Aussicht stellen, weshalb er für die Königsklasse eher keine Option sein wird. Thank you.